zusammen. Heute ist 1. September und ich habe mal gesagt, 1. September bzw. Winterzeit. Wenn Winterzeit ist, machen wir Fremdreparaturen. Es ist heute jetzt 11 Uhr und heute kam eine ARB-Kühlbox. Hier suche ich noch einen Klimakleber. Wenn man einen braucht, ist keiner da. Box funktioniert wieder, aber hier unter diesem Display ist die Befestigungsschraube. Und das müsste ich jetzt einen Klimakleber haben, so der sich eigentlich auf die Straße klebt, um das Teil wieder runter zu kleben. Brauche ich noch Sekundenkleber, habe ich nicht hier, werde ich organisieren. Die Box funktioniert wieder, läuft wieder, ist kein Thema. Da war nur ein Kabel abfriviert. In dieser ARB-Kühlbox ist kein Thema. Hier habe ich einen halben Reisebus gekriegt mit dem Auszug von Insel. Der gleiche wird auch von Webasto Marine verkauft. Schauen wir von hinten her an. Und hier habe ich einen Auszug von Frigonautica mit dem Kubischel-Verdichter. Ja. Sonst repariert das ja keiner. Irgendwo habe ich mal gesagt, ab 1. September mache ich das wieder. Eigentlich erst, wenn die Winterzeit wieder da ist, weil die Sommerzeit ist ja richtig scheiße. Hier ist dieser Frigonautica-Kühlschrank. Hier ist ein Kubischel-Verdichter, 1224 Volt. Hier hat es Kupplungen dran. Aber irgendwie geht das Ding nicht, hat einen Leck. Aber ich vermute, dass hier unten, jetzt habe ich es nicht gesehen, hier in dieser Leitung, die wurde geknickt und ja, mal schauen. Bei diesem Indel-Kühlschrank, das ist ein Auszug, da hängt normalerweise Kühlaggregat hinten dran und da hat jemand das Kühlaggregat demontiert, hier unten montiert. Ich habe jetzt hier bereits ein Schraderventil eingelötet, original. Ist hier so ein abgedrücktes Rohr dran, dann ist das noch lackiert, das wird dann stinkt ein bisschen beim Löten. Zum Glück kann man nicht alles riechen, was ich rieche. Und hier habe ich jetzt Stickstoff, das ist keine Kältemittelflasche, da ist Stickstoff drauf. Hier habe ich jetzt eine Flasche mit Stickstoff. Und hier gebe ich Druck drauf, dann hört man hier oben. Dann sieht man hier oben, wie hier die Leitung geknickt ist. Also jetzt gibt es eigentlich hier nur Aussägen oder Schneiden und dann die Leitung, den Polyurethan rauszugusseln und hier drin zu löten. Hartlot logischerweise, kein Weichlot. Das hatte ich letzten Video, dass das nicht funktioniert. Ja, dann wieder isolieren hier. Dann drin lassen oder sogar noch eine Schlaufe machen hier hinten und das Rohr ein bisschen verlängern. Wahrscheinlich wird das sinnvoll. Eben, das sind die Reparaturen, die hier ankommen. Nichtgeräte von uns. Da haben wir noch nie verkauft, doch von denen schon, aber Trigonautica auch. Aber wir machen jetzt Reparaturen an Fremdgeräten, weil man hier für diese Geräte keine Reparaturmöglichkeiten sieht. Immer noch ab Winterzeit machen wir wieder solche Reparaturen. Also wenn ihr jetzt einen Kühlschrank habt, der nicht funktioniert, warten bis die Winterzeit da ist, dann könnt ihr ihn bringen, dann reparieren wir das nach Möglichkeit und ich denke, wir können sehr viel reparieren. Irgendeiner hat gesagt, ab 1. September, das ist die Überraschung. Und hier mache ich euch noch ein Video über die Sommerzeit, weil Sommerzeit ist geile Zeit, da schneit es weniger. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.